Jingle Bellic, meine Freunde, was geht ab? Heute mal ein anderes Video hier auf meinem Channel. Heute will ich die Seelensorge rauslassen bezüglich Warzone. Kommentiert mal bitte vorab, was euch an Warzone stört. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Ich erzähle euch mal, was mich zurzeit an Warzone abfuckt. Beziehungsweise, warum ich zurzeit nicht so viel Warzone spiele oder keinen Spaß an Warzone habe. Es ist einfach Fakt, dass Warzone zurzeit sehr, sehr viel falsch macht. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ich hoffe einfach, dass Raven Software mal die Augen aufmacht. Und ich meine, das ist ein Milliardengeschäft. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute mal wieder Geld in die Hand nehmen oder einfach mal die Community anhören. Abgesehen von Skill-Based Matchmaking. Skill-Based Matchmaking ist halt so, Digga. Es ist halt jetzt drinne, scheiß ich drauf. Scheiß ich mittlerweile. Ich will aber einfach nur ein Game, was funktioniert. Ich habe mir heute mal 10 Punkte aufgeschrieben, die man einfach easy verbessern kann. Einfach ohne Probleme kann man die Sachen fixen. Also 10 Punkte, warum Warzone zurzeit einfach keinen Spaß macht. Es macht einfach keinen Spaß, ist einfach so. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen Gameplay von mir, von meinen alten Videos. Meine aktuellsten Videos. So, passt auf. Erster Punkt, das Map-Design von Caldera. Außerhalb der Map sind so viele Hotspots und in der Mitte ist einfach ein Vulkan reingeklatscht. Leute, ihr habt das doch schon bei Fortnite Season 6 bis 9 gesehen, wo der Vulkan in der Mitte war. Lief doch nicht gut. Warum? Schaut euch doch mal bei eurer Konkurrenz die Sachen ab. Warum macht man das? Warum macht man einen verfickten Vulkan in die Mitte der Map? Dadurch hat man übertrieben Highground und wenn da die Zone endet, von unten, du bist machtlos gefühlt. Das ist mein erster Punkt. Die Spots sind Müll, die in der Mitte sind und du hast überall Büsche. Du wirst angeschossen, Du wirst angeschossen, du drehst dich um, auf einmal Dings, du weißt nicht mal von wo. Du hast sogar manchmal ein Radar, du weißt trotzdem nicht von wo. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Konsolen-Performance. Leute, was soll das? Was soll das? Wollt ihr nur noch, dass die PC-Community spielt? Ich meine, ich habe einmal, weil ich gucken wollte, wie es ist, auf Konsole gespielt. Ich wollte eigentlich daraus ein Video machen. Nein, du kannst es nicht spielen. Erstens, du hast nur ein 80er FOV auf Konsole und am PC 120. Das ist schon übertrieben unfair. Abgesehen davon hast du auch noch Bugs. Du hebst irgendwelche Waffen auf einmal hast du so einen fetten Klumpen in der Hand. Leute, was soll das? Was soll das? Das kann man doch fixen. Da kann doch jemand aus dem Entwicklerteam mal die Playsee anmachen und gucken, wie das Spiel läuft oder nicht. Verstehe nicht. Ich verstehe das nicht. Und dann noch, du guckst across the map auf Playsee, du siehst gar nichts. Auch Klumpen. Wie soll man das spielen? Leute, wie soll man das spielen? 80er FOV. Und man spielt Warzone, aber eigentlich Minecraft. Verstehe ich nicht. Okay, zweiter Punkt abgehakt. Ist schon schlimm genug eigentlich. Die zwei Sachen sind schon übertrieben schlimm. Dritter Punkt. Loadout kommt erst nach der ersten Zone. Warum macht man das? Die Map ist schon riesig. Man muss erstmal seine Waffen looten, seine guten Waffen looten. Dann trifft man sich in der ersten Zone und dann darf man erst Loadout kaufen. Verstehe nicht. Auf den Punkt muss man aber nicht weiter reingehen. Ist einfach Müll. Gut, vierter Punkt. Shadowbans. Warum kriegen Leute Shadowbans, wie zum Beispiel Burak, der nicht mehr hackt? Seid ihr dumm, Digga? Seid ihr behindert? Ich schwöre, ich bin kurz davor, meinen Monitor wegzuklatschen, weil das so aggressiv ist. Und deswegen habe ich auch einfach meine Cam nicht an, weil sonst würde ich hier noch explodieren. Ich will nicht, dass ihr mich explodieren seht auf meinem YouTube-Channel. Aber Leute, warum bannt ihr einfach Leute weg? Da haben manche so viel Geld investiert in euer verficktes Spiel und eure Skins und alles. Und ihr bannt die einfach radikal weg. Wie asozial ist das, Digga? Ist schon ein Milliardengeschäft, aber man will noch den letzten Cent aus dem Arsch rauskratzen, Digga. Man bannt die einfach weg. Und wenn man da wieder Bock auf einen Skin hat, wie zum Beispiel sagen wir mal, ich werde weggebannt, ich habe wieder Bock auf den Skin, weil das mein Lieblingsskin war, ich muss sie mir neu kaufen. Ekelhaft. Fünfter Punkt, als wäre das nicht genug. Unsichtbare Skins. Du freust dich, du hast Spaß am Auto und läufst über die Map. Du siehst einen unsichtbaren Skin. Scheiß auf Punkt 5 war schlimm.
Punkt 6, auch eine Kleinigkeit, die aber übertrieben abfuckt, die schon übertrieben lange drin ist und auch eigentlich schon lange gefixt werden sollte. Die Gasmaskenanimation. Ich weiß noch, Bugfixes von Raven Software. Bugfixes. Gasmaskenanimation wurde gefixt. Wurde gar nichts gemacht. Irgend so eine kleine Pissscheiße, die keinen interessiert hat, wurde gemacht. Punkt 7, wo wir schon bei unsichtbaren Skins sind. Anti-Cheat. Okay, Anti-Cheat sind nicht mehr so viele Hacker, aber es sind Hacker. Kauft euch ein Anti-Cheat. Ihr seid ein Milliardengeschäft, kauft euch ein Anti-Cheat. Holt euch, keine Ahnung, Digga, holt euch einen scheiß Hacker, holt euch den besten Hacker auf dem Planeten, Digga, für 500.000, gibt ihn, keine Ahnung, gibt ihn 10 Millionen, gibt ihn 100 Millionen, keine Ahnung. Da habt ihr ein super Spiel. Mehr Leute spielen und die holt ihr wieder rein. Ich schwöre, die holt ihr wieder rein. Punkt 8. Die Game Modes. Manchmal haut doch einfach alles raus. Also kurz und knackig gesagt, haut doch einfach alles raus. Macht Vanguard Battle Royale, Solos, Duos, Trios, Squads. Macht normales Battle Royale, wo man alle Waffen spielen darf. Solo, Duos, Trios, Squads. Macht Rebirth, Solo, Duos, Trios, Squads. Und dann hat es das gegessen. Mehr wollen wir doch gar nicht. Macht von mir aus noch Beutegeld, Solo, Duos, Trios, Squads. Und jeder kommt auf seine Kosten. Warum immer diese Playlist-Update, Digga? Macht doch einfach alles rein, damit jeder das Spiel kann, was er will. So. Kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt. Waffenbalancing. Es kann nicht sein, Leute. Es kann nicht sein, dass eine Double Barrel, mittlerweile wurde die schon gefixt, ist aber trotzdem noch geisteskrank gut, Two-Shot gibt. Bam, bam, weg. Auf stabile Range. Auf wirklich stabile Range. Punkt 10. Die Fahrzeuge. Cool, ihr habt Flugzeuge reingebracht. Kommt von mir aus auch sogar raus. Du siehst Competitive Gameplay. Jeder zweite fliegt mit dem Flugzeug rum. Leute, dann macht einen Flugzeugmodus oder was weiß ich, damit sich Leute mit Flugzeugen abschießen. Ich bin kein Pro-Player, ich will nur mein Content aufnehmen und ich habe keinen Bock, von jeder dritten Runde von einem Flugzeug weggeholt zu werden. Aber Flugzeuge wollte ich tatsächlich gar nicht ansprechen. Ich wollte die Fahrzeuge ansprechen. Was habt ihr gemacht? Das sind gefühlt Quadrate, die einfach schlecht zu handeln sind. Quadrate auf Reifen. Man sitzt im Auto, man kann nicht mal rüber gucken, wenn man vorne sitzt. Gut, Leute, ich habe hier meine Seelsorge rausgehauen. Mein Hass, was für Seelsorge, mein Hass. Ich schwöre, mein Hass zu diesem Spiel. Mittlerweile habe ich nicht mehr Leute zum Zocken, weil keiner mehr Bock hat auf Warzone. Ich bin gefühlt der Einzige, der zurzeit noch Warzone spielt, außer die Leute, die dafür Geld verdienen. Ich schwöre, meine Timeline war früher fast nur noch von Warzone. Mittlerweile fast gar nicht mehr. Ganze Leute gehen weg vom Warzone, weil die einfach keine Lust mehr haben. Das ist einfach Fakt. Und dazu kommt noch, das ist der 11. Punkt, dass die Leute intern noch streiken. Digga, merkt ihr nicht, dass komplett alles in euer... dass bei euch alles am Leben vorbeigeht? Digga, ihr habt schon Milliarden. Dann gönnt doch mal den ganzen Welt, die Warzone spielt, Spaß am Leben, Digga. Und hört auf, jeden Cent aus dem Arschloch zu kratzen und nur Mucht zu liefern. Fazit, fixt doch erstmal eure Fehler und dann macht neuen Content rein. Fixt doch erstmal. Du kannst nicht ein Grundgerüst höher aufbauen, wenn das schon fehlerhaft ist. Das funktioniert nicht. Warum? Egal, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr dieses Video gefühlt habt, weil ich einfach mal Real Talk rausgehauen habe, ich setze mich hier auch als Content Creator hin, will Content liefern. Aber das Wichtigste ist im Endeffekt, man muss nicht mal Content kommen. Man braucht Spaß. Man braucht verdammte Scheiße nochmal Spaß. Den ich zurzeit teilweise nicht habe. Ich habe noch Spaß am Warzone, ja. Aber wenn dann einer dieser Punkte wieder hochkommt, die ich gerade genannt habe, also gefühlt das ganze Spiel, dann wird man aggressiv.
Bis zum nächsten Mal.